Herzlich willkommen im Gaming Room von Smack Boom und auf die Sekunde genau herzlich willkommen Bus4Cap. Heyo, auch dir. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ich euch wieder 3 Stunden eures Montagabends dieben darf. Mit einer niegelnagelalten Endzone. Und war die letzte Woche schon so richtig pickepacke voll mit... Hallo Jörnisch, ebenfalls heyho. War die letzte Woche schon pickepacke voll mit der Vorstellung des GameCube und des Game Boy Advance. So haben wir diesmal den allerersten Test, das schreibt die Endzone, Weltpremiere, der allererste Test zum neuen Zelda, nämlich Majora's Mask. Aber das ist nicht alles. Also die letzten richtig großen Kracher, und das muss man sich auch mal reinziehen, das Nintendo 64 ist ja jetzt schon mit der 11. Ausgabe 2000 eine Weile auf dem Markt und wir haben schon einige große Sachen gekriegt, aber wir hatten immer noch nicht Banjo-Tooie, wir hatten immer noch nicht Conker's Bad Fur Day, wir kriegen jetzt erst das neue Zelda, also da war am Ende des Lebensraumes des Gamecubes noch echt einiges, ach des Gamecubes, des Nintendo 64s, echt noch einiges los und das, obwohl die Konsole sich ja an sich nicht so weitreichend verkauft hat, aber wir gehen mal ohne Umschweife ins Heft und schauen uns das ganze Spektakel mal an. Nämlich für 3,90 € konnte man sich die 11. Ausgabe 2000 kaufen. Also immer noch derselbe Preis, es hat sich nicht viel geändert. Und hier prangt der gute Ganondorf mit Link auf dem Cover. Der Link sieht ein bisschen jung aus, es ist der Kinder-Link. Und dazu sieht man jetzt auch schon, dass es nicht nur nach dieser Endzone Pokémon-lastig wird. Es wird auch in dieser Endzone selbst Pokémon-lastig. Wir haben nämlich das Trading Card Game drin, Puzzle Attack, und endlich enthüllt alle Pokémon aus Pokémon Gold, also dem Spiel, was wir nachher eh noch sehen werden. F1 Racing Championship ist dabei mit Shumi, gibt auch auf dem N64 Gas. Mario Tennis im deutschen Test. Banjo-Tooie, Conker's Bad Fur Day sind endlich da und wir gehen in die Ausgabe und schauen uns an, was der Hansi sagt. Die Zukunft des N64. Das Weihnachtsgeschäft naht mit großen Schritten und so mancher Nintendo 64-Fan fragt sich natürlich, wie es um die Zukunft seiner Konsole bestellt ist. Gäbe es die Pokémon-Euphorie nicht, würde wahrscheinlich kaum noch einer von Nintendo 64 sprechen. Denn erst durch den sagenhaften Erfolg der Pokémon-Produkte stoppten die großen Handelsketten den längst gestarteten Ausverkauf des N64 und räumten für 64-Bit-Produkte wieder einen eigenen Platz im Regal frei. Hätte es Pokémon Stadium und Pokémon Snap nicht gegeben, dann würde heutzutage vermutlich kaum einer von Mario Tennis 64, Mario Party 2 oder Turok 3 sprechen. Auf Produkte für 2001 hätte man gar nicht erst hoffen dürfen. So sieht die Zukunft des N64 allerdings erfreulich gut aus. Im Weihnachtsgeschäft wird Zelda Majora's Mask abräumen und im nächsten Jahr stehen noch Knaller wie Banjo-Tooie, Conker's Bad Fur Day, Dinosaur Planet, ja, das wird nichts mehr, würde ich sagen, oder StarCraft 64 an, was schon längst getestet wurde, oder? Was bedeutet das für die Endzone? Nachdem die Menge an N64-Berichten im Vergleich zum Vorjahr schon abgenommen hat, was aber nicht daran liegt, dass wir so viel über Pokémon schreiben, sondern daran, dass einfach weniger N64-Spiele erschienen sind, muss man davon ausgehen, dass es auch in den nächsten Monaten nicht mehr wird. Dafür werden wir allerdings schon jetzt ausführlich über die Spiele für GameCube und Game Boy Advance berichten. Auf eines dürft ihr euch natürlich immer verlassen, in der Endzone findet ihr alles, was man über Nintendo-Spiele wissen muss. Sehr gut. Da haben wir auch Reportagen, und zwar das Pokémon Trading Card Game, Pokémon aufgemischt und Etaina Awards, and the winner is, ich muss gerade gestehen, ich weiß gerade nicht, was die Etaina Awards sind, das muss ich ja, da muss ich jetzt aber mal eben kurz mal schauen. Etaina Awards. Gewinner der Etaina Awards 2000. Okay, das war wohl ein... Ist es ein deutscher Preis? Ja, jetzt hier die Seite kann ich mir nicht anschauen. Obwohl der Artikel aus dem Jahre 2000 ist, gibt es sowas wie Plus, sowas wie bei der Zeitung Watz Plus oder so. Das ist ja ein bisschen strange. Gucken wir mal bei Golem, was wir hier kriegen können. Das ist ein Videospiel-Award oder ein Multimedia-Award vom Computec-Verlag selbst, also vom Hausverlag der Endzone. Nun gut, okay.
Das haben wir hier drin. Dann haben wir die Pokémon Zone wieder mit Lexikon News. Diesmal mit dem Spiel Pokémon Puzzle Attack und den Pokémon Tipps. In der Gameboy Zone gibt's News, das Lexikon und auch aktuelle Tests. Dann wurden angespielt Banjo-Tooie, Banjo in Bestform, Conker's Bad Fur Day, Frech kommt weiter, Power Rangers Lightspeed, Superhelden räumen auf, Tom und Jerry in Fists of Fury, da fliegen die Fetzen, na, da können wir auch gespannt sein. Als Tests gibt's Duck Dodgers, ein Erpel als Superheld, F1 Racing Championship, Mario Tennis, das Ass von Nintendo und Zelda Majora's Mask, der Blitztest in letzter Minute. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, welche Wertung hier Majora's Mask bekommen hat. Da können wir ja gleich wieder raten. Als Komplettlösung gibt's Turok 3 Shadow of Oblivion. Der zweite Teil, also Jörn, gleich wieder Zeitraffer an. Dann kannst du dir den Test ganz schnell ziehen, beziehungsweise die Komplettlösung, damit du auch durch Turok 3 kommst und die Dinos metzeln kannst. So, kommen wir erstmal zu den Japan-News. Offensichtlich hat das Unternehmen 64DD nicht den erwarteten Erfolg gebracht. Tja, wer hätte es gedacht? Anders lässt sich kaum erklären, warum ursprünglich für das Zusatzlaufwerk entwickelte Spiele gekippt und stattdessen auf dem N64 umgesetzt werden. Die Spiele, die wir euch diesmal in den Japan-News vorstellen, sind ein guter Beleg für diesen Trend. Ein Erscheinen außerhalb Japans ist bei den Spielen eher unwahrscheinlich. Bei Leader of Animals liegt es an dem mehr als ungewöhnlichen Spielprinzip, während bei Ultimate War die heikle Kriegsthematik der Grund sein dürfte. Beide Spiele sagen mir gar nichts. Ja, die Dinos haben keine Chance. Okay. Mal gucken, ob Leader of Animals eine Chance hat. Also das Spiel sagt mir überhaupt nichts. Bin mal gespannt, ob es wirklich so ein Japan-eskes Spiel ist. Der N64-Titel, der in Japan im Januar 2001 unter dem Namen Dubutsu Banshu erscheinen wird, dürfte ohne Zweifel eines der abgedrehtesten Spiele werden. Das Spielprinzip des ursprünglich für das 64DD geplanten Titels ist einfach. In der Rolle eines Tieres kämpft man ums nackte Überleben. Mit Hilfe der eigenen Urinstinkte bekämpft man andere Lebewesen, um diese nach einem Sieg ganz oder teilweise zu verspeisen. Ziel ist es, sich in der Nahrungskette nach ganz oben an die Spitze des Tierreichs zu futtern. Mit Hilfe eines Radars am Rande des Bildschirms spürt man fremde Tiere auf, um diese dann zum Kampf zu fordern. Während des Überlebenskampfes kommt ein von Rollenspielen bekanntes Hitpoint-System zum Einsatz. Hat man nach einem Sieg einen tierischen Kontrahenten gefressen, wird die Evolution in Gang gesetzt. Als Folge erhält das eigene Wesen eine neue Form oder Farbe. Die Tiere sind dabei mit nur wenigen Polygonen dargestellt und laufen in allen möglichen Größen und Formen durch karge Wildnis. Okay, das klingt wirklich ein bisschen speziell. Dann haben wir Gendai Dei Zenryaku Ultimate War. Das historisch brisante Spiel war ursprünglich als 64DD-Titel geplant. Inzwischen arbeiten die Entwickler von SETA nur noch an einer Version für das N64. Der zweite Teil der Kriegssimulation versetzt den Spieler in ein Schreckensszenario der 90er Jahre. Mit Hilfe des europäischen Verbündeten startet man in der Uniform eines US-Kommandanten eine Gegenoffensive, um die sowjetische Armee aus dem überrannten Korea zu vertreiben. Statt die militärischen Fahrzeuge wie beim Vorgänger über ein Hexadezimalfeld zu ziehen, verteilt man wie bei Command & Conquer mit einem Mauszeiger die Befehle an einzelne Truppenteile, während sich die Grafik bei den strategischen Zügen eher schlicht präsentiert, glänzen die wahlweise abschaltbaren Schlachtszenen mit Details wie rauchenden Geschützen und tief fliegenden Jets. Okay. In Japan nichts Neues, die Tokyo Game Show 2000. Vom 22. bis zum 24. September fand im Nippon Convention Center die Herbstausgabe der Tokyo Game Show 2000 statt. Zwar war die Messe mit 137.400 Gästen auch dieses Mal gut besucht, jedoch kam man nicht an die Besucherzahl der Space World 2000 heran. Da gab es 170.000 Gäste. An abwechslungsreich gestalteten Ständen wurde das Publikum mit Auftritten und Spielwettbewerben unterhalten. Während trotz der bevorstehenden Veröffentlichung des Game Boy Advance eine Vielzahl neuer Titel für den Game Boy vorgestellt wurden, bot sich beim N64 leider ein anderes Bild. Mit Mega Man 64 und Dance Dance Revolution Disney's World Dancing Museum wurden gerade einmal zwei Titel für das N64 gezeigt. Ein Zeichen dafür, dass ein Großteil der Hersteller schon an Titeln für den GameCube arbeitet. An den Ständen von Konami, Capcom und Hudson konnten die Besucher erste spielerische Eindrücke von GBA-Spielen wie beispielsweise Castlevania Circle of the Moon gewinnen.
Oh, Indiana Jones und der Turm von Babel. Darüber wurde ja schon einmal berichtet. Dann hat man länger nichts mehr gehört, wird aber auch definitiv noch kommen. Die brandneuen Bilder und die weiteren Informationen zu dem vielversprechenden N64-Titel wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Zwar handelt es sich bei Indiana Jones und der Turm von Babel um die Umsetzung der PC-Version, die Entwickler von Factor 5 haben jedoch in Zusammenarbeit mit LucasArts dafür gesorgt, dass die Schwächen der Vorlage, dürftige Animation und ungenaue Steuerung, konsequent ausgemerzt wurden. In der packenden Story suchen die Russen nach einer sagenumwobenen Maschine, mit der Reisen in ein mysteriöses Paralleluniversum möglich sind. Die Einzelteile der Apparatur sind in der ganzen Welt verstreut. Indiana Jones versucht die Teile vor den raffgierigen Russen zu ergattern, um einen Missbrauch zu verhindern. Die Reise um den Globus führt den furchtlosen Abenteurer unter anderem nach Kasachstan und in das Innere mexikanischer Aztekenpyramiden. Indy klettert, krabbelt, schwimmt und schwingt sich durch 17 aufwendig gestaltete 3D-Szenarien und liefert sich heiße Gefechte mit hungrigen Tieren, hinterhältigen Robotern und der Roten Armee. Damit der weltbekannte Held dabei nicht chancenlos ist, greift er auf automatische Pistolen, Handgranaten, Panzerfäuste und natürlich auf seinen Revolver und die Peitsche zurück. Mithilfe einer durchdachten Tastenbelegung kann der Archäologe jederzeit schnell zwischen den Gegenständen wechseln. Mit dem Z-Knopf können Feinde in bester Zelda-Manier anvisiert und somit in der Bewegung bekämpft werden. Mithilfe des Analogsticks lasst ihr Indy entweder behutsam schleichen oder rennend die Flucht ergreifen. Im Verlauf des aufregenden Abenteuers paddelt der Protagonist durch enge Wildwasserschluchten oder rast mit dem Jeep über steinige Bergpisten. Das Expansion Pack, zum ersten Mal, ich glaube in den letzten Ausgaben nicht einmal erwähnt, sorgt für eine hohe Auflösung mit Details wie Licht und transparenten Effekten. Und dank des von Factor 5 entwickelten Kompressionsverfahrens wird eine umfangreiche Sprachausgabe geboten. Ja, ich habe mit Indiana Jones und der Turm von Babel gar keine Erfahrung gemacht. Ich weiß, dass die N64-Version definitiv auch wesentlich besser bewertet wurde als die PC-Version, aber nee. Ich habe aber Lust, tatsächlich mal wieder so einen Rerun der Indiana Jones-Trilogie zu machen. Ja, er hat Trilogie gesagt. Und ich habe die schon länger nicht mehr geguckt, hätte Bock, die mal wieder zu sehen. Wie sieht's denn bei euch aus mit dem neuen Indiana Jones Filmtrailer? Also ich muss gestehen, ich habe auf einen neuen Indiana Jones Film gar keinen Bock. Ich finde, man sollte solche Sachen auch endlich mal ruhen lassen. Für mich gibt's Indiana Jones 1 bis 3. Das war's. Den Rest brauche ich nicht. Ich finde es auch irgendwie, weiß ich nicht, Harrison Ford in allen Ehren. Ich mag den total. Finde ihn schauspielerisch super. Der sieht auch für sein Alter echt noch richtig fit und top aus. Aber mein Gott, ey, will ich jetzt so Opa Jones da sehen, der da mit gefühlt 180 Jahren noch rumturnt und dann wieder irgendeinen jüngeren Zeitkick kriegt? Ja, das stimmt, was Buzz for Cap hier schreibt. Es sieht etwas besser aus als der vierte, aber auch nicht viel. Das sehe ich genauso. Ich finde auch, dass es von den Trailern her ein bisschen besser aussieht. Aber, ach, ich weiß nicht. Irgendwie brauche ich es nicht. Irgendwie brauche ich es nicht. Indiana Jones war mit dem letzten Kreuzzug zu Ende für mich. Wie sieht's denn mit den GameCube-News aus? Zwar hält sich Nintendo seit der Präsentation in Sachen GameCube-Informationen zurück, dafür bekennen sich aber in letzter Zeit vermehrt Third-Party-Entwickler zum Zauberwürfel. Nachdem bereits bekannt ist, dass Capcom schon fleißig an Spielen für den GameCube tüftelt, wurde Anfang Oktober eine Liste mit etablierten Entwicklern veröffentlicht. Danach planen folgende Firmen ihre Unterstützung: Konami, Kemco, Koei, Namco, Hudson, Media Factory, Atlus sowie Epoch. Ich weiß gar nicht, ist von Atlus wirklich irgendwas für den GameCube erschienen? Also Shin Megami Tensei und Co. ist, glaube ich, in der Zeit eher für die PlayStation erschienen, nicht für den GameCube. True Human, die Entwickler der Edelschmiede Silicon Knights, zeigten auf der Space World 2000 hinter verschlossenen Türen eine technisch beeindruckende GameCube-Demo von True Human, das ursprünglich im Jahre 1998 als PlayStation-Titel begonnen worden war. Der Action-Titel versetzt den Spieler in eine düstere Endzeit-Zukunft, in der normale Menschen so gut wie ausgestorben sind. Der Homo Sapiens wird im Spiel durch eine futuristische Kreuzung aus Roboter und Mensch ersetzt. Dank Hightech ist es möglich,
die eigene Spielfigur mit unterschiedlichen mechanischen Körperteilen zu versehen. Somit kann der Charakter je nach neuem Körperteil pfeilschnell, bärenstark oder lautlos durch die Levels schreiten. Neben den atemberaubenden Animationen, die vor Details strotzenden Spielcharaktere, besticht das Spiel durch eine dichte Storyline, die eine Mischung aus Dune und Blade Runner bietet. Über 80 Stunden an Spielzeit erwarten Spieler bei diesem stimmungsvollen Cyber-Thriller. Ja, laut Wiki gab es keine Atlas-Spiele auf dem GameCube. Das ist auch so die Erinnerung, die ich daran habe. Also ich habe meine ersten Kontakte eigentlich mit der Firma Atlas auf der PlayStation gemacht, also auf der PlayStation 2. Und da wurde eine Liebe entfacht, die bis heute anhält. Ich muss wirklich sagen, ich stehe tatsächlich auf die Rollenspiele von Atlas. Sei es die Persona-Reihe, sei es die Shin Megami Tensei-Spiele oder sowas wie Soul Hackers jetzt zuletzt. Ich stehe aber auch tatsächlich dann auf Studios von Atlas wie Vanillaware, die solche Sachen gemacht haben wie 13 Sentinels. Also die treffen bei mir echt einen Nerv. Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Spiele von denen gespielt. Freue mich auch total darüber, dass Persona 3, 4 und 5 allesamt auch für die Switch jetzt mittlerweile mehr erschienen sind. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn wirklich ein Remake von Persona 3 noch erscheinen würde. Darüber würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen. Auf der Switch gibt es ja die etwas abgespeckte Version, die später mal für die Vita oder die PSP rauskam. Die ist ja eher so ein bisschen, wie heißt es denn jetzt nochmal? Wie heißt denn das Spielgenre? Visual Novel mäßig. 3 war PSP, 4 war Vita, ja. Ja, Persona 4, die Golden Version, ist ja auch die Vita-Version, die dann jetzt auch für die Switch erschienen ist. Falls ihr Bock habt auf solche Rollenspiele oder sowas, ey, ich kann die Persona-Reihe wirklich nur empfehlen. Persona 4 ist ein fantastisches Spiel, Persona 5 sowieso. Und Persona 3 ist auch ziemlich gut, ich mag das sehr gern, aber es ist halt leider nur die Visual Novel-Variation, Variante auf der Switch erschienen. Lohnt sich trotzdem natürlich, aber kann ich auch verstehen, wenn man da weniger Bock drauf hat. So, wer hat denn Bock auf Crash Bandicoot? Wart ihr damals auch erstaunt, als es Crash Bandicoot auf einmal, genauso wie Spyro, auf anderen Konsolen als auf Sony-Konsolen erschienen ist? Also als es wirklich das erste Mal, was von Crash auf einer Nintendo-Konsole erschienen war, war das für mich so, als ob Sonic auf einer Nintendo-Konsole erscheint. Also Crash hat nie den Stellenwert, den ein Sonic hat von Sega, aber das war ja mal eine Zeit lang, hat man ja versucht, entschuldigt, Crash Bandicoot so zu dem Symbol von Sony zu machen, zu dem Maskottchen. Und dann waren die Spiele erstmal Sony exklusiv und dann ist das ja alles von Naughty Dog weg und dann nur bei Activision mit der Marke geblieben. Und mich hat das damals total überrascht. Also das ist sowieso so eine Generation dann, die GameCube-Generation, wo Crash, Spyro und Sonic auf einmal auf anderen Konsolen erscheinen. Irgendwie komisch. Ja, Crash Bandicoot. Neben drei Jump'n'Run-Teilen hat der haarige Protagonist bisher im rasanten Rennspiel Crash Team Racing auf der PlayStation für Furore gesorgt. Dank Konami werden die haarsträubenden Abenteuer des Wüstenfuchses nun auch auf dem GameCube umgesetzt. Die Vereinbarung zur Veröffentlichung des Spiels basiert auf einer über 5 Jahre ausgelegten strategischen Allianz zwischen Universal und Konami. Außerdem werden im Rahmen dieses Vertrags 2 weitere GameCube-Titel von Konami erscheinen. Dabei handelt es sich zum einen um die Versoftung des Gruselmeisterwerks The Thing von 1950. Das Spiel wird Elemente aus dem Science-Fiction und dem Horror-Genre miteinander kombinieren. Bei dem dritten Projekt handelt es sich ebenfalls um eine Filmumsetzung. Das Action-Adventure Jurassic Park 3 basiert auf dem im Sommer 2001 anlaufenden Blockbuster. Boah, Jurassic Park 3 ist erst von 2001. Ich hätte jetzt echt gesagt, das wäre auch in den 90ern gewesen. Habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben gesehen. Jurassic Park 1 war ich damals im Kino, sogar im zweiten Teil war ich im Kino. Den dritten habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich fand den zweiten schon ultra mies. Aber gut. Ja, was ist denn so bisher für ein GameCube angekündigt? Also Crash Bandicoot, Disney's Dinosaurs, In einem Land vor unserer Zeit, International Superstar Soccer, Jurassic Park 3, dann haben wir Luigi's Mansion, angekündigt nennen sie hier Mario 128, Metroid, Picasso, Pokémon, es steht nur Pokémon da, nicht was es sein soll, Resident Evil Zero, Sapphire, Star Wars Rogue Squadron 2, Stunt Driver, The Road to El Dorado, The Thing, Tornado, Tile Defense,
Too Human, VIP, Wave Race, Walt Disneys Dschungelbuch, Rhythm and Groove und Zelda. Jurassic Park 1 ist dein absoluter Lieblingsfilm. Krass. Also Jurassic Park 1 ist eine Kinoerfahrung für mich gewesen damals, als sehr, sehr junger Jugendlicher oder eigentlich noch als Kind, also noch nicht mal als Jugendlicher. Erstens war ich fasziniert davon, wie krass das alles aussah. Ich finde, Jurassic Park 1 sieht von den Effekten heute noch fantastisch aus, weil man viel mit einer Mischung aus praktischen und digitalen Effekten gearbeitet hat. Das sieht wirklich lebensecht aus. Aber was mich an Jurassic Park 1 immer noch, was mir am meisten haften geblieben ist, ist tatsächlich, dass wir damals ins Kino gegangen sind in diesem Film und vor dem Kino eine Schlange war, die wirklich einen ganzen Häuserblock rumging. Da standen hunderte von Leuten und wollten diesen Film sehen und meine Eltern hatten schon vorher Karten reserviert und wir konnten an dieser Schlange vorbeigehen. Ich war ganz stolz und also zu diesem Zeitpunkt mochte ich den auch sehr gern. Ich habe immer noch was für den Film über, ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber alles, was nach Jurassic Park 1 gekommen ist, kann man vergessen, meiner Meinung nach. Auch diese Jurassic World Filme, die finde ich ganz schrecklich. Davon habe ich auch nur den ersten gesehen, tatsächlich auch im Kino, und den fand ich ganz grausig. Der hat mir wirklich gar nicht gefallen. Da habe ich mir den zweiten und dritten davon auch schon wieder nicht mehr angeschaut. Was ich mir anschaue, sind die USA-News. Neben dem Erscheinen von Zelda Majora's Mask in den USA stellt Nintendo of America im Oktober originelle Hardware-Goodies in die amerikanischen Verkaufsregale. Die witzige Pikachu N64-Konsole, die in Deutschland schon erhältlich ist, erscheint in den USA erst Ende Oktober. Ach krass, die gab es schon bei uns und die ist in den USA später erschienen. Das finde ich tatsächlich sehr überraschend. Amerikanische N64-Fans, die das neue Zelda-Abenteuer stilecht spielen wollen, können sich neben dem goldenen Cartridge auch gleich einen goldfarbenen Controller kaufen. Befreundete schwarzen Humors bringt Vertical Entertainment Anfang Dezember die Filmumsetzung Carnival auf dem US-Markt. Und was Carnival ist, das erfahren wir jetzt. Erste Bilder zu diesem Titel präsentieren die Entwickler von Vertical Entertainment bereits auf der letztjährigen E3. Ein gutes Jahr später nähert sich das Spiel nun der Fertigstellung. Die Story von Carnival basiert auf dem gleichnamigen düsteren Trickfilm von Regisseur Tim Burton. Der Film sagt mir gerade überhaupt gar nichts. Also wirklich gar nichts. Der Protagonist namens Cenzo erforscht einen mit mysteriösen Attraktionen gespickten Vergnügungspark, um den Geheimnissen des merkwürdigen Rummelplatzes auf die Spur zu kommen. Die insgesamt 5 Attraktionen beinhalten unter anderem ein abgedrehtes Rennen, bei dem Waffensysteme und andere Power-Ups genutzt werden können. Erfolgreiche Raser können zusätzlich Rennstrecken und neue Rennmodi freispielen, wobei man auch zu zweit an den Start gehen kann. Am Ende jeder Herausforderung startet ein bedrohlicher Bossgegner auf dem Trickfilmcharakter. Carnival soll Anfang Dezember in den Vereinigten Staaten erscheinen. Hat der Film irgendwie in Deutschland einen anderen Namen oder so? Carnival habe ich noch nie gehört von Tim Burton. So, Pikachu gegen die PS2. Zufall oder taktisch geschicktes Timing? Der US-Veröffentlichungstermin für die knuffige Pikachu N64-Konsole wurde von Nintendo of America auf den 23. Oktober gelegt. Somit steht die handliche Konsole mit dem Pokémon genau 3 Tage vor dem Launch der PlayStation 2 in den Vereinigten Staaten in den Verkaufsregalen. Der Preis der schicken Konsole wird bei etwa 129 US-Dollar, was zu diesem Zeitpunkt umgerechnet 290 D-Mark waren, liegen. Ein weiteres interessantes Hardware-Angebot, ich glaube, das soll 1 heißen, dürfte bei den amerikanischen N64-Fans für Freude sorgen. Für 29,99 US-Dollar, was umgerechnet ca. 65 D-Mark waren, kann man bei der bekannten Spielzeugkette Toys R Us einen goldfarbenen N64-Controller erstehen. Bisher waren die begehrten Controller nur innerhalb eines N64-Bundle oder als kostspieliges Sammlerstück erhältlich. Ja, Toys R Us gibt's leider auch nicht mehr. Bin ich sehr, sehr schade. Toys R Us ist auch ein sehr großer Teil meiner Kindheit. Ich habe es geliebt, wenn wir nach Toys R Us gefahren sind. Das war für mich so, als ob meine Eltern sagen, komm, lass mal nach Disneyland fahren. Wirklich. Wir waren, also Toys R Us, alle paar Monate mal irgendwann sind wir mal da hingefahren. Und ich fand es fantastisch, in diesem Laden rumzulaufen, was es dort alles gab. Ja, leider gibt es es nicht mehr. Das ist sehr, sehr schade.
Ich muss gestehen, den Nachfolger Smith Toys oder die Kette, die Toys R Us aufgekauft hat oder die Lizenz gekauft hat, beziehungsweise die Läden aufgekauft hat. Ich bin noch nie in einem gewesen. Ich war auch Jahre nicht mehr in einem Toys R Us, aber muss ich mal machen. Muss ich mal wieder machen. Ich habe tatsächlich während meiner Studi-Zeit, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, ich hatte früher einen VW-Bulli und habe in Münster studiert. Und irgendwann, während meiner Studienzeit, habe ich eingesehen, das wird nicht mehr so klappen. Ich wollte es aber vor meinen Eltern nicht eingestehen, dass ich das nicht mache. Also bin ich als ganz junger Student mit dem Bulli auf dem Weg nach Münster, gab es einen Toys R Us und bin auf dem Parkplatz von Toys R Us gefahren. Musste natürlich noch ein bisschen warten, bis die aufmachen, und habe dann im Bulli, ich hatte ausziehbare Betten, gepennt, bis Toys R Us aufmacht, und bin dann erstmal ein paar Stunden lang im Toys R Us bummeln gegangen, bevor ich irgendwann wieder nach Hause gefahren bin. Oh, ist das peinlich. Ja, tja. Bis ich irgendwann mal gestanden habe, dass ich mich wohl exmatrikuliere. So war das. So war es hier auch mit Star Wars Episode 1 Battle for Naboo. Krawall im All. Mit Star Wars Episode 1 Battle for Naboo wird die Allianz zwischen Nintendo, Factor 5 und LucasArts auf dem N64 fortgesetzt. Dabei bedienten sich die Entwickler von Factor 5 der Engine von Star Wars Rogue Squadron und bohrten diese eindrucksvoll auf. Als junger Pilot Sykes begebt ihr euch hinter das Steuer von futuristischen Raumgleitern, um das friedliche Volk vom Planeten Naboo vor den bösen Machenschaften der hinterhältigen Handelsföderation zu schützen. Ich finde es jetzt schon langweilig. Das ist genau wie der Plot von Star Wars Episode 1. Es gibt ein Handelsabkommen und die Handelsföderation langweilig. Dabei nimmt der mutige Held beispielsweise in einem N1 Starfighter oder einem STAP-Gefährt der Handelsföderation Platz. Dabei werden die Vehikel nicht nur nach einer bestandenen Mission gewechselt, auch während der abwechslungsreichen Aufgaben wechselt der Held das Gefährt, um zu Lande, zu Wasser und im All die gegnerischen Raumschiffe auszuschalten. Um sowohl unerfahrenen Sternkriegern als auch Rogue Squadron Veteranen eine Herausforderung zu bieten, haben die Entwickler einen dynamischen Schwierigkeitsgrad integriert. Je nachdem, wie man die vorhergehende Mission gemeistert hat, reicht der Schwierigkeitsgrad in den folgenden Aufgaben von kinderleicht bis hammerhart. Aus technischer Sicht glänzt der Titel mit Echtzeitexplosion und Sprachausgabe. So, ein Carnival von Tim Burton findest du nicht. Den Film gibt es auch gar nicht. Also es hätte mich auch schwer gewundert. Entweder ist es wieder hier so eine Endzone-Fake-Scheiße, also wollten oder austesten wollten, ob wieder jemand abschreibt. Oder es war mal irgendwie was geplant, was Carnival heißt von Tim Burton, ist dann nicht rausgekommen. Aber vielleicht kannst du ja mal schauen, was Tim Burton 2001 gemacht hat, was stattdessen vielleicht kam. Kam da vielleicht irgendein anderer Trickfilm von ihm? Was haben wir denn mal kurz und knapp? Geheimnisvoll. Nach eigenen Angaben tüftelt man im Hause Capcom derzeit nicht an einem neuen Spiel, sondern gleich an einem ganzen neuen Genre. Der renommierte Charakterdesigner Akira Yasuda, der bereits an Hits wie der Street Fighter oder der Breath of Fire Serie mitarbeitete, wirkt bei dem Geheimprojekt mit. Capcom gab bisher weder den Titel noch das Genre des Spiels bekannt. Auch die Frage, ob der Titel für das N64 oder den GameCube entwickelt wird, ist noch offen. Und dann haben wir noch Winke Winke, nachdem GT Interactive den vielversprechenden N64-Titel Rough and Tumble trotz einer fertigen Version überraschend nicht in Europa veröffentlicht hat, trifft nun amerikanische Fans nach langer Wartezeit dasselbe Schicksal. Der dort unter dem Namen 40 Wings bekannte Titel wurde Anfang Oktober endgültig von den Release-Listen in den USA gestrichen. Das ist wirklich komisch. Oh Gott, oh, jetzt kommen wir auch nach einer ganz schwarzen Nachricht meiner Meinung nach, nämlich Resident Evil Film, Survival Horror kommt ins Kino. Die seit längerer Zeit herumschwirrenden Gerüchte um eine Verfilmung des Horrorschockers Resident Evil wurden Anfang Oktober endlich durch konkrete Informationen abgelöst. Als Produzent für den Gruselstreifen konnte Bernd Eichinger gewonnen werden, der mit Filmen wie Der Name der Rose oder Die unendliche Geschichte internationale Erfolge gefeiert hat. Als Regisseur wird Paul Anderson, man muss dazu sagen, Paul W.S. Anderson, der Event Horizon gemacht hat, die grausige Story um fehlgeschlagene Genexperimente, Verrat um fleischfressende Mutanten in Szene setzen. Als Vorlage für das Drehbuch dient der erste Teil des modernen Gruselklassikers. Naja, also aus dem ersten Teil haben sie Zombies genommen, das war's, glaube ich.
In der Umgebung der geheimnisvollen Stadt Raccoon City suchen die Überlebenden der Stars-Spezialeinheit Unterschlupf in einer scheinbar verlassenen Villa. Dort wird die Truppe von grausamen Geschöpfen heimgesucht. Für die Umsetzung auf die Großleinwand wurde die Geschichte des Spiels geringfügig geändert. So begeben sich die bedrohten Söldner auf der Suche nach einer auf dem Anwesen verborgenen Computeranlage, um größeres Unheil zu verhindern. Welche Schauspieler in den Kampfanzug von Jill Valentine, Albert Wesker und Co. schlüpfen werden, ist bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis. Als voraussichtliche Produktionskosten für den Horrorfilm sind 40 Millionen US-Dollar veranschlagt. Im Januar 2001 fällt in Großbritannien der Startschuss zu den Dreharbeiten. 99 kam ein Animationsfilm von Tim Burton raus, unter den Namen aber nicht von Tim Burton. Ah, okay, und der Film hat nur eine französische Wiki-Seite. 2001 hat er nur Planet der Affen gemacht. Tja, sehr komisch, sehr, sehr komisch. Vielleicht hat Tim Burton irgendwie leicht diesen 1999er Carnival-Film mitproduziert. Sehr komisch. Ja, Resident Evil als Film. Ja. Wo fange ich an? Ich habe Resident Evil, diesen Film mit Mila Jovovich, oder ich sag mal jetzt schon, dieses Machwerk mit Mila Jovovich, bis die Corona-Pandemie ausgebrochen ist und wir Lockdowns hatten, nie komplett gesehen. Also meine erste Erfahrung mit dem Film ist, als Produzent auch nicht, okay, dann hat die Endzone hier echt Quatsch erzählt. Aber meine Erfahrung mit Resident Evil ist tatsächlich, dass ich 2001 oder so, als der Film rauskam oder dann 2002 auf DVD erschienen ist, diesen Film mal bei mir zu Hause hatte, ich den ungefähr 30 Minuten lang geschaut habe, den ausgemacht habe und mir das nie wieder angucken konnte. Ich fand das so grottenschlecht, was da gezeigt wurde. Also von der schauspielerischen Leistung her, vom Production Value her und die Story ist auch so beknackt. Das hat mir wirklich überhaupt gar nicht gefallen. Und vor 2 Jahren oder 3 Jahren, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob 2020 war oder 2021, habe ich mit dem guten Jörn irgendwann einmal Resident Evil geschaut, weil wir dachten, komm, wir gucken uns mal irgendeinen Quatsch an. Und ich meinte dann so, ey, ich habe noch nie Resident Evil komplett gesehen. Dann haben wir den geguckt. Und danach habe ich beschlossen, dass ich definitiv niemals in meinem Leben Resident Evil 2 bis 7 oder 18.000, keine Ahnung wie viele, weitere Machwerke Paul W.S. Anderson gedreht hat mit seiner Frau Mila Jovovich. Ey, der Film, der ist ja so schlecht. Der ist so schlecht. Am besten gefällt mir noch Michelle Rodriguez, die wieder einmal Michelle Rodriguez spielt, wie in jedem anderen Film. Dazu muss ich jetzt auch sagen, ich habe noch nie einen Fast and Furious Film gesehen, weil ich das auch, ey, ich kann mir keine Filme reinziehen mit coolen Leuten über Autos. Habe ich auch mega keinen Bock drauf. Und ja, also das ist wirklich so absolut rein gar nichts für mich. Und ich würde mir wünschen, dass es vielleicht irgendwann mal einen guten Resident Evil Film gibt. Jetzt gab es ja vor kurzem eine Serie, die soll ja auch grottig sein ohne Ende. Dazu habe ich nur Trailer gesehen, die sahen auch schon schlimm aus, deshalb habe ich es mir gar nicht erst angeguckt. Schade, 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 dabei könnte man aus dem Stoff so viel Cooles machen. Aber gut. Cruisin' Exotica, wer diese Reihe hier verfolgt, der weiß ja, dass ich für die Cruisin-Serie ein bisschen was über habe. Ich stehe ja auf so Arcade-Racer. Cruisin' Exotica habe ich noch nie gespielt. Nach Cruisin' USA und Cruisin' World präsentiert Arcade-Spezialist Midway mit Cruisin' Exotica den vorläufig letzten Teil der unkomplizierten Rennspielserie. Dabei hat man sich bei der Auswahl der 12 zu befahrenen Strecken sehr viel Mühe gegeben. Die Entwickler des Spiels reisten um den Globus, um sich vor Ort einen Eindruck von den exotischen Schauplätzen des Erdballs zu verschaffen. Die Strecken liegen beispielsweise im fernen Indien oder zwischen den Gletschern von Alaska. Am Streckenrand sorgen umherstapfende Dinosaurier oder springende Killerwale für Abwechslung. Für diese grafischen Highlights sollte man jedoch keine Zeit verschwenden, um nicht mit Höchstgeschwindigkeit abzufliegen. Mit detaillierten Boliden, überarbeiteter Grafik und einem Mehrspielermodus für bis zu 4 Raser wird Midway auch mit der 3. Auflage der Bleifuß-Orgie Rennfans vor dem Bildschirm locken. So, kommen wir zu den Game Boy Advance News. Auf der Tokyo Game Show präsentierte Konami eine spielbare Version des Gruselklassikers Castlevania für den Game Boy Advance. Das Spiel wird den Namen Castlevania Circle of the Moon tragen. Anfang Oktober hat auch Activision offiziell seine Unterstützung für den neuen kleinen Bruder des GameCube angekündigt.
Welche Titel ihr möglicherweise für das Handheld-Gerät der Zukunft erwarten könnt, lest ihr in dieser News. Ja, Circle of the Moon, cooles Game. Ich habe mal auch hier in einem Stream auch mal Circle of the Moon gezeigt. Danke nochmal an Konami, die uns damals einen Code gegeben haben zu der Castlevania Advance Collection. Gibt es auf allen gängigen Konsolen diese Collection. Sehr, sehr coole Spiele drauf, kann ich nur empfehlen. Kostet, glaube ich, auch echt nur einen schmalen Taler. Kostet, glaube ich, ungefähr 19 Euro. Ist sehr häufig auch im Angebot. Kann ich wirklich nur empfehlen. Das sind alle Metroidvanias, die es auf dem Game Boy Advance gab. Kann man sehr viel Spaß mit haben und sehr viel Zeit mit verbringen. Mit Castlevania Circle of the Moon für den Game Boy Advance kehrt Konami wieder zu dem klassischen 2D-Gewand der Gruselserie zurück. Das Spiel erinnert dabei stark an das geniale Castlevania Symphony of the Night für das Super NES. Da hat sich die N-Zone jetzt aber mal richtig verhauen. Symphony of the Night ist ja nie für das Super NES erschienen, sondern für die PlayStation. In der Rolle der Vampirjäger Nathan Grave oder Hugh Baldwin macht sich der Spieler auf dem Weg durch schaurige Schlossanlagen und vom Mond gespenstisch erleuchteten Wäldern und sammelt dabei Herzsymbole, Äxte oder Messer ein, um die Lebensenergie und das Waffenarsenal der Protagonisten aufzubessern. Um zum finalen Showdown mit Dracula höchstpersönlich zu gelangen, muss der Held an Wänden hochklettern, per Supersprung gähnende Abgründe überwinden oder mit einer Rutschattacke lästige Höllenkreaturen aus dem Weg räumen. Die Zwischengegner sind auch bei der Game Boy Advance Version des Klassikers ein Highlight. So beschwört einer der Bossgegner beispielsweise hungrige Zombiehorden, um den Geisterjäger den Garaus zu machen. Castlevania Circle of the Moon wird als einer der Launch-Titel im März 2001 in Japan erscheinen. Und dann gibt es noch ein Sixpack von Activision. Obwohl der Game Boy Advance in den USA erst im Juli 2001 erscheinen wird, befindet sich bei Activision bereits 6 Titel für den tragbaren 32-Bitter in der Mache. Dabei verlässt sich die amerikanische Spieleschmiede auf ihre starken Lizenzen. Bisher wurde bekannt gegeben, dass bereits fleißig an Game Boy Advance-Versionen von Spider-Man, X-Men, Tony Hawk's Pro Skater, Matt Hoffman BMX sowie Sean Palmer Snowboarding getüftelt wird. Bei Activision zeigt man sich besonders von der 32-Bit-Power, den Internetfähigkeiten sowie der Abwehrskompatibilität des neuen Handheld beeindruckt. War ja auch ein cooler Handheld. So, was gibt's denn hier noch für den normalen Game Boy? Da gibt's einmal die aktuellen Verkaufscharts und da muss man sagen, oh, Dragon Quest Monsters abgestiegen, aber immer noch in der Top 3. Pokémon Gelbe Edition hat sich wieder den ersten Platz gekrallt und Perfect Dark für den Game Boy Color ist auf dem zweiten Platz. Und wie gesagt, Dragon Quest Monsters kann aber immer noch Platz vor der blauen und der roten Edition von Pokémon verteidigen. Und befindet sich auf Platz 3. Ja, Spieleflut für den Game Boy Color. Ubisoft geht in die Vollen. Hersteller Ubisoft, seit jeher im Game Boy-Sektor mit vielen starken Spielen vertreten, scheint sich für das kommende Weihnachtsgeschäft zum Ziel gesetzt zu haben, den Markt mit einer wahren Sturzflut an Spitzentiteln zu überschwemmen. So viele lizenzierte Trickfilmcharaktere wie der französische Hersteller bietet derzeit kein anderer Produzent für den Game Boy Color an. Außer Disney-Titeln wie Winnie Pooh, Abenteuer im 100-Morgen-Wald, Aladdin, Donald Duck oder dem Dschungelbuch steht neben vielen weiteren Spielen auch bekannte Trickfilmfiguren wie Inspector Gadget, Tom und Jerry und Batman auf der aktuellen Release-Liste. Einziger Nachteil, bei solch einer Vielfalt an Spitzentiteln fällt die Kaufentscheidung schwer. Ich bin tatsächlich auch überrascht, dass Dragon Quest Monsters so lange in dieser Top-Liste ist. Ich muss gestehen, dass ich auch eher gedacht hätte, dass es ein Nischentitel hier in Deutschland war und Dragon Quest eigentlich erst vor allem hier in Deutschland sogar erst mit dem Nintendo DS ein bisschen bekannter geworden ist. Ich meine, ja, es gab ja vorher auch schon für die PlayStation 2, glaube ich, Dragon Quest, meine ich auch in Deutschland. Ich bin mir da jetzt nicht sicher, ob die auch in Deutschland erschienen sind. Aber so richtig wahrgenommen hat man das doch hier erst mit dem Nintendo DS und jetzt den richtig großen Durchbruch natürlich mit dem letzten Dragon Quest, das für PlayStation 4, für Switch und sogar für die Xbox erschienen ist. Ja, was so einen sofortigen Durchbruch hatte, war Donkey Kong Country. Und da ist am 17. November 2000 die Game Boy Color Version erschienen, die ich auch besitze. Um Haaresbreite verpasst, an sich wollten wir in dieser Ausgabe die lang ersehnte deutsche Game Boy Color Version von Donkey Kong Country für euch auf Herz und Nieren prüfen. Doch das versprochene Testmodul erreichte uns nicht mehr rechtzeitig.
Im festgesetzten Deutschland-Release des Titels im 17. November ändert sich dadurch natürlich nichts. Nur müssen wir euch leider einen ausführlichen Test bis zur nächsten Endzone vorenthalten. Der mit Spannung erwartete Game Boy Color-Hüpfspaß, um das bei Jump'n'Run-Fanatikern ausgesprochen beliebte Nintendo-Urgestein Donkey Kong, enthält übrigens neben dem ursprünglichen Original Super NES-Spiel zusätzlich neue Bonus-Levels, bietet eine Zwei-Spieler-Link-Option und unterstützt obendrein den Game Boy Printer. Ab Mitte November dürfte unter Game Boy-Fans das Jump'n'Run-Fieber grassieren. Dann haben wir noch ein BMX-Spiel. Und der Weg nach Eldorado ist ein Endzone-Hit. Das ist ja ein Trickfilm. Ich glaube, der ist von, wie heißt denn nochmal? Die Schmiede von Spielberg, die auch Schreck gemacht hat. Ich komme gerade nicht drauf. Aber von denen ist, glaube ich, auch der Weg nach Eldorado. Ein Trickfilm, den ich früher ganz cool fand. Das Spiel hier kenne ich nicht. 85%, glaube ich, ist DreamWorks. Genau, Dankeschön. Ich glaube, dass das ein bisschen hoch gestochen ist mit 85%, aber gut, wir können ja mal schauen. Die Beurteilung lautet: spannendes, lustiges und atmosphärisch dichtes Adventure zum aktuellen Kinozeichentrick der DreamWorks Studios. Guck mal, ich hätte noch nicht mal fragen müssen. Ich hätte einfach so tun können, als ob ich es kenne, wenn ich nur ein bisschen vorgelesen hätte. Das Zusammenspiel von Filmhandlung und Jump'n'Run-Elementen funktioniert bestens und dürfte groß und klein gleichermaßen begeistern. Der Matthias sagt, ob ihr nun als Draufgänger Tullio oder sein Freund Miguel durch die Levels hüpft, stets erlebt ihr wilde Abenteuer auf dem Gameboy, die der quirligen Filmhandlung des gleichnamigen Kinoereignisses in nichts nachstehen. Die Reise durch vier Spielewelten wird von gefährlichen Endkämpfen gegen mächtige Levelbosse erschwert und oft muss man die Beine in die Hand nehmen, um zu gewinnen. Ein wirklich flottes Spiel. Ja, aber flott. So, was gab's hier? Animorphs, 80%, 5 Teens, 45 Tierarten und bösartige Alien-Invasoren lassen demnächst den Gameboy kochen. Okay. Kleines Rollenspiel, das ich nicht kenne. Daikatana, eine Reihe, die es ja bis heute noch gibt. 83%. F1 Racing Championship, auch 83%. Und Hype the Time Quest, auch 83%. Triple Threat, 83%. Der Game Boy und auch der Game Boy Color hatte schon ganz coole Software, das muss man ja sagen. Damit kommen wir zur Pokémon Zone. Also ist doch was dran. Ein erster Mew-Download bei SternTV stürzt die Pokonation in Aufregung. Zugleich kommt mit Pokémon Trading Card Game ein neuer Spitzentitel auf uns zu, der es taktisch in sich hat. Und von Nintendo wurden erste Artworks zu Pokémon Gold Silber für Deutschland freigegeben, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. In Sydney kämpften unterdessen die deutschen Meistertrainer um die Spitzenplätze im Pokémon Championship 2000. Das alles und weitere Neuigkeiten gibt's wie immer hier. Ja, in Sydney die Pokémon 2000, Australien Ende September. Parallel zu den Olympischen Spielen in Sydney, Australien, fand noch eine weitere Meisterschaft in der Metropole des fünften Kontinents statt, die viel Aufsehen auf sich zog. Die Weltendausscheidung im Pokémon Championship 2000. Im internationalen Trainerfeld war Deutschland mit den Berlinern Rebecca Wissner und Edwin Krause sowie dem Duisburger Dennis Waldeck bestens vertreten. Rebecca und Dennis hatten zuvor in London die Europameisterschaft in ihren jeweiligen Kategorien für sich entschieden. Edwin Krause schaffte dort im Premium Cup immerhin den Vize-Europameistertitel. In Sydney allerdings konnten zuletzt auch andere Nationen punkten. Während die Deutschen Rebecca und Dennis leer ausgingen. Zumindest Edwin Krause, aber sicherte sich Platz 2 der Pokémon-Trainer-Weltrangliste. Hier das Endergebnis. Erster Platz Darren Van Wuren aus England. Zweiter Platz Edwin Krause aus Deutschland. Dritter Platz Sergio García Maroto aus Spanien. Wir gratulieren natürlich herzlich und wünschen auch für zukünftige Stadionkämpfe viel Erfolg. Mew-Download. Am 4. Oktober war es soweit und das finde ich krass. In der RTL-Sendung SternTV durften einige Kids, darunter der Sohn der Sportmoderatorin Ulrike von der Groben, den echten Mew auf ihren Gameboy-Modul herunterladen. Dazu wurde das Modul von einem Nintendo-Mitarbeiter in einer Art Minicomputer mit kleinem NES-Joypad gesteckt. Wenige Sekunden später konnte man im Pokédex Mew vorfinden und mit ihm auch im Pokémon Stadium antreten. Im Herbst werden derartige Aktionen bundesweit durchgeführt. Okay, ich habe jetzt gedacht,
dass dieser Download irgendwie übers Antennennetz oder so stattgefunden hätte während der Ausstrahlung. Hat mich schon gewundert, warum ausgerechnet bei Stern TV, weil man doch damit einen großen Teil des Klientels doch ausgesperrt hätte. Also ich meine, welche Kinder konnten schon Stern TV gucken? Das kam ja irgendwie um 21 oder 22 Uhr abends, oder? Ja, dann kommen wir zu den Pokémon Artworks. Während in unserer letzten Ausgabe noch die Hiobs-Botschaft für Schlagzeilen sorgte, dass Nintendo den ursprünglich für diesen Winter geplanten Deutschland-Release von Pokémon Gold Silber auf Ostern 2001 verschoben hat, ist der Pokémon-Hersteller nun offenbar bestrebt, die Enttäuschung der Fans nicht zu groß werden zu lassen und uns stattdessen die Wartezeit auf die neue Rollenspiel-Edition möglichst zu verkürzen. Neben den in der letzten N-Zone vorgestellten Gameboy-Screenshots der kommenden Pokémon-Generation wurden nun erste hochwertige Artworks einiger neuer Pokémon offiziell von Nintendo Deutschland freigegeben und der interessierten Fachpresse präsentiert. Klar, dass wir die tollen Bilder der neuen Pika-Kollegen gleich an euch weiterreichen, damit ihr sie gebührend bewundern könnt. Nur deutsche Namen für die Nachwuchs-Pokémon sind immer noch nicht bekannt, weshalb ihr stattdessen die amerikanischen Bezeichnungen bei den Bildern findet. Okay, da haben wir nämlich Blossom, Elekid, Ledeba, Slowking, Uthut. Den haben wir doch schon. Den haben wir letztes Mal gefangen. Der heißt auch im Deutschen so. Und Lugia. Ist Lugia ein... Lugia sieht irgendwie so aus wie ein legendäres Pokémon. Fast schon, oder? Pokémon Stadium 3. In der N-Zone 9-2000 stellten wir euch erste Screenshots zum derzeit in Japan brandaktuellen Pokémon Stadium 3 vor, das dort pünktlich am 14. Dezember erscheinen soll. Mittlerweile gibt es neben weiteren Bildern auch ein paar neue Informationen zum N64-Nachfolger der erfolgreichen 3D-Stadiumschlacht, die sich weltweit allergrößter Beliebtheit erfreut. Im neuen Spiel werden alle bisher bekannten 251 Pokémon vertreten sein. Die Kompatibilität von Stadium 3 zu den verschiedenen Pokémon Gameboy-Modulen soll gewährleistet werden, neben dem fortgeschrittenen Kampfmodi, bestaunenswerten Spezialeffekten und neuen Pokémon-Minispielen wird es auch ein Picture-Book, also eine Art Fotoalbum, als Spielfeature geben. Vor allem die vielfältigen neuen Spezialattacken der Next Generation Pokémon wurden grafisch im Vergleich zum Vorgänger Pokémon Stadium noch einmal gehörig aufgepeppt, sodass ihr jetzt bei den Trainerduellen wahre optische Hochgenüsse und grafische Feuerwerke erwarten dürft. Das Spielprinzip an sich bleibt offenbar aber unverändert. Mit einem Erscheinen von Pokémon Stadium 3 in den USA und Europa vor dem zweiten Halbjahr 2001 ist derzeit kaum zu rechnen. Ja, guck mal, das war das Legendäre aus Pokémon Silber. Ja, hier flippert sie euch alle. Hier gab es ein Pokémon-Gewinnspiel. Und zwar konnte man gewinnen, wenn man die Frage beantworten kann, wie viele Pokémon kann man im Pokémon-Pinball insgesamt mit rasender Kugel schnappen? 150? Da steht, dass die erste Generation drin ist. Also gehe ich mal davon aus, dass man alle fangen konnte. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. So, Tipps und Tricks. Da gehen wir raus. Ich höre seit neuestem, dass Ash und Misty ein Paar sein sollen. Hier geht es wieder um die Liebesgeschichten von Ash und Misty. Also da gibt es echt viel Shipping, oder? Also Ash und Misty ist so eine Sache, da sind die Leute echt ganz stark drauf abgegangen. So, das Pokémon Trading Card Game. Pokémon Pinball und Pokémon Snap sind erst seit kurzem im deutschen Handel. Da kommt am 15. Dezember mit dem Game Boy Color Pokémon Trading Card Game bereits die nächste Spielgranate auf die Pokémaniacs zu. Auch zum elektronischen Kartenklopfen. Da muss ich jetzt mal sagen, ich habe mit diesem Trading Card Game gar keine Erfahrung. Habe mich früher schon immer gefragt, was soll das eigentlich sein? Ich kenne Trading Cards, aber es gibt ein Videospiel über Trading Cards? Schauen wir mal rein. Bei dem von Nintendo Deutschland für den 15. Dezember angekündigten Pokémon Trading Card Game handelt es sich um eine gelungene und spannende Übertragung des beliebten Pokémon-Sammelkartenspiels auf dem Game Boy Color. Über 200 Originalspielkarten wurden zu diesem Zweck von Nintendo umgerechnet und ins Modul gequetscht, die ihr im Spielverlauf sammeln, tauschen und natürlich bei Kartenduellen einsetzen könnt. Per Linkkabel werden übrigens heiße Zwei-Spieler-Partien möglich sein. Aber auch alleine verspricht dir dem Titel zugrunde gelegte Rollenspiel-Abenteuerhandlung mehr als genug Abwechslung für Karten, Trainer aller Klassen. Während ihr die Spielewelt erforscht, Gebäude durchstöbert und mit den Bewohnern sprecht, werdet ihr regelmäßig von übermütigen Pokernaturen herausgefordert, denen ihr die Trümpfe aus dem Ärmel ziehen müsst. Besonders die üblichen 8 Arena-Leiter haben es auf euch abgesehen. Im Missionsmodus könnt ihr euch gekonnt ihre Orden sichern. Bevor ihr jedoch loslegt, steht erst einmal ein Kartentraining an, denn die Regeln des Game Boy Color Titels sind natürlich genauso komplex wie die des echten Sammelkartenspiels.
Gut, dass der Anfänger in einem etwa 10 Minuten langen Tutorial zuerst die Feinheiten des Spiels kennenlernt, denn das erhöht eure Chancen immens. Seid ihr dann erst richtig fit für Kartenkämpfe, sackt ihr für eure Triumphe gegen andere Trainer äußerst attraktive Prämien ein. So könnt ihr für besonders gelungene Partien verschiedene Booster-Sets ergattern, mit denen ihr eure Pokémon aufwertet und eure Truppen verstärkt. Denn mit jedem neuen Gegner steigt auch der Schwierigkeitsgrad des Kartenduells. Während die Animationen der rundenbasierten Kartenkämpfe übrigens spärlich ausfallen bzw. fast nicht vorhanden sind, ist die optische Gestaltung der elektronischen Spielkarten selbst wirklich bildschön. Je mehr Karten ihr gewinnt, umso öfter werdet ihr euch eure Decks betrachten und euch an den neuen Designs der Pokémon freuen. Nur schade, dass wir uns, bis es soweit ist, noch fast bis Weihnachten gedulden müssen. Ich raff's immer noch nicht. Also ich verstehe mir nicht so ganz, warum Trading Card Game als Videospiel gemacht wird. Da hat man noch mehr Bock, die Karten selbst zu haben und darum zu spielen, oder? Statt das hier zu machen. Und dann finde ich, ansonsten sieht es halt wirklich aus wie ein Pokémon-Game, bloß das Kampfsystem diesmal Karten sind. Finde ich ein bisschen komisch. Ich habe nichts gegen RPGs zum Beispiel mit einem Kartenkampfsystem, so wie Bind & Kaitos zum Beispiel, aber irgendwie verstehe ich den Reiz von diesem Spiel nicht so ganz. Genauso wenig wie die Etaina Awards. Vielleicht steht hier auch mal mit bei, wofür Etaina eigentlich steht. Auch die besten Video- und Computerspiele bekommen jetzt ihre eigene Trophäe. Am 24. November zeichnet Computec die Kreativen der Branche für ihre Arbeit aus. Filmemacher haben ihre Oscars, Musiker ihre Grammys. Nur die erfolgreichen Entwickler von Video- und Computerspielen können sich noch nicht mit einer Trophäe schmücken. Ja, mittlerweile können sie es ja mit den Game Awards machen. Stimmt, sowas wie Hearthstone ist auch richtig erfolgreich. Ich muss gestehen aber, dass auch da mir so ein bisschen der Zugang fehlt. Der fehlt mir wirklich. Okay, ja, ich nehme alles zurück. Ich wollte das auch nicht dissen oder so. Also das definitiv nicht. Also ich kriege da nicht so den Zugang zu diesen Trading Card Games. Okay, also es gibt ja definitiv eine Community dafür. Das auf jeden Fall. Aber bei Yu-Gi-Oh! Ist es doch auch so, oder Yu-Gi-Oh! Es basiert ja dann auch eher auf den normalen Kartenspielen, aber Hearthstone ist komplett digital, oder? Also es gibt kein Hearthstone Trading Card Game normalerweise, oder? So, gemeinsam mit dem Sponsor Gameplay rief der Verlag deshalb die Etaina Awards ins Leben, den ersten europäischen Preis für Video- und Computerspiele. Steht auch nicht bei, was das ist. Also was, wofür das steht. Am 24. November ist es soweit. Im Berliner Kino International vergeben die Moderatoren Nova Meyer-Henrich vom Musikkanal Viva und Scott Millis vom britischen Channel 4 die Trophäen. Oh, für Nova Meyer-Henrich habe ich früher immer sehr geschwärmt. PC- und Konsolenspiele treten dabei in 16 Kategorien gegeneinander an. Es werden Preise für die beste Optik, die beste Akustik, die einzelnen Genrespitzenreiter und natürlich für das beste Spiel vergeben. Auch für Nintendo gehen zwei Titel an den Start. Perfect Dark hat dabei gleich 4 Chancen auf eine Auszeichnung. Aber das ist doch, ist es nicht ein deutscher Preis hier? Und das Spiel ist doch in Deutschland nicht erschienen. Für beste Soundeffekte, bestes Actionspiel, bestes Adventure und bestes Spiel. Pokémon Pikachu kann die Preisverleihung immerhin noch als bester Charakter verlassen. In allen Kategorien müssen sich Nintendo-Titel gegen harte Konkurrenz durchsetzen. So kandidieren etwa für das beste Spiel noch The Sims, also die Sims, Deus Ex, Diablo 2 und Colin McRae Rally. Oder McRae Rally, ich weiß nie, wie der Typ ausgesprochen wird. Colin McRae, wahrscheinlich McRae. Rally 2.0. Wer letztlich das Rennen macht, entscheidet eine 7-köpfige Jury, die sich aus Chefredakteuren führender Video- und Computerspiele-Magazine aus ganz Europa zusammensetzt. In der wichtigsten Kategorie Best Game haben aber auch Fans die Möglichkeit, ihre Stimme einzubringen. So. Electronic Entertainment Award. Aha. Wo hast du das jetzt her? Das steht hier nicht im Text und vorhin, als ich im Internet kurz geguckt habe, habe ich dazu auch nichts gesehen. Aber gut. Das gibt natürlich Sinn. Electronic Entertainment Award. Naja, okay. Power Rangers Lightspeed Rescue. Kriegt hier eine Einschätzung gut? Echte Fans der Fernsehserie werden am Power Rangers Lightspeed Rescue nicht vorbeikommen. Hier trefft ihr alle eure Lieblingsschurken wieder. Könnt in die Haut eurer Helden schlüpfen und mit deren Fahrzeugen rumfahren. Aber auch wer bisher mit den Power Rangers wenig anfangen konnte, bekommt ein Action- und abwechslungsreiches Abenteuer geboten.
Also wenn Power Rangers, dann kenne ich nur die Originalen, also Mighty Morphin Power Rangers. Habe ich aber auch nie viel geguckt, da war ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann schon ein bisschen zu alt für, als es rauskam. Aber ist ja vor kurzem so ein Netflix-Revival-Movie gekommen. Den habe ich mir tatsächlich auf die Watchlist gepackt und dachte mir, den gucke ich mir vielleicht mal an. So, dann kommen wir jetzt mal, jetzt schon, obwohl noch nicht mal die Testrubriken eingeführt wurden, zum Test von Zelda Majora's Mask. Wahrscheinlich, weil er so kurzfristig war, hat man den noch schnell reingedrückt. Erst in letzter Sekunde konnten wir die deutsche Testversion des neuen Zelda-Abenteuers, das am 17. November erscheint, unter die Lupe nehmen. Daher lest ihr in unserem Blitztest ausnahmsweise in der Angespielt-Rubrik. Guck mal, sie erklären es sogar. Ja, okay. Majora's Mask. Ocarina of Time hat von der N-Zone 97% bekommen. Ich sage, Majora's Mask wird etwas weniger Prozent bekommen. Alleine dadurch Fortsetzungen, selbe Engine und Co. Das ist dann immer ein klein bisschen schwieriger zu bewerten. Auch sehr viele ähnliche Mechaniken. Auch wenn natürlich Majora's Mask einiges anders gemacht hat als Ocarina of Time. Ich glaube tatsächlich, dass es sehr ähnlich sein wird zu der Situation, die wir diese Woche nämlich haben. Diese Woche erscheint ja Tears of the Kingdom. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich freue mich wirklich wahnsinnig drauf. Das Schlimme an der Sache ist, ich habe Freitag gar nicht viel Zeit und habe mir aber den Rest des Wochenendes auf jeden Fall nichts vorgenommen und werde das dann zocken und Freitag erst nach der Arbeit recht spät nach Hause kommen und habe dann die Hoffnung, dass ich das da noch schön zocken kann. Ich bin sogar am Überlegen tatsächlich, ob ich meine Erfahrungen mit zumindest meinen Beginn so mit Tears of the Kingdom vielleicht sogar streame und das hier live mit euch spiele. Wird, wenn, spontan. Gucken wir mal. Aber ich glaube, auch dort wird es so sein, wie mit Majora's Mask. Es wird nicht ganz an die Wertung rankommen, wie den von Breath of the Wild. Und das hat ja auch einen Meter von 97, meine ich, Breath of the Wild. Und dadurch, dass Tears of the Kingdom erstmal von den Hatern von Breath of the Wild sowieso schon von vornherein abgewertet wird und dadurch, dass es dieselbe Engine hat, glaube ich, dass es sehr hoch bewertet wird. Insgesamt, es ist ein Zelda-Spiel, es wird toll sein, davon bin ich überzeugt. Vermute ich, dass Tears of the Kingdom nicht ganz so hoch bewertet wird und das ist hier genauso der Fall. Ich sage, Majora's Mask hat, Buzz4Cap sagt 94%, ich sage tatsächlich 95%. Also 97 war Ocarina of Time, ich gehe hier auf 95. Mitte November packt Nintendo einen mit höchster Spannung erwarteten Top-Titel in die Ladenregale, der dem Hersteller Spitzenverdienste und den Fans monatelang Spielspaß und Spannung garantieren dürfte. Die Rede ist natürlich von Links neuester Reise ins Zelda-Universum, Zelda Majora's Mask. Der Titel seit Ende April auf dem japanischen Markt wurde nun in monatelanger Feinarbeit mit deutschen Texten versehen, wobei Nintendo angesichts eines als Renommee-Projekt geplanten Videospiels bei der Übersetzung der Inhalte natürlich höchste Sorgfalt walten ließ. Nimmt man Zelda Ocarina of Time als Vergleichsmaßstab, dürfen wir uns sicher auf ein exzellent lokalisiertes Spitzenprodukt des Rollenspielgenres freuen. Bei einem Waldausritt wird Links Pferd Epona vom listigen Horror-Kid erschreckt und scheut. Link stürzt aus dem Sattel und verliert das Bewusstsein. Für Horror-Kid die Chance, Links Ocarina zu stibitzen und sich vor dem Wiedererwachenden auf Epona aus dem Staub zu machen. Zu Fuß macht sich Link sofort an die Verfolgung des bunt maskierten Diebes und stellt diesen bald in einer riesigen Höhle. Doch zu früh gefreut. Horror Kid nutzt seine Zaubermacht, um Link in ein pflanzenähnliches Deku-Wesen zu verwandeln und obendrein zu verspotten. Danach verschwindet der Bösewicht erneut. Auf der Jagd nach Ocarina und Pferd trifft Link bald darauf einen freundlichen, fahrenden Händler, der magische Zaubermasken verkauft und gleichfalls zu Horror Kids Diebstahlopfern gehört. Nach einem informativen Gespräch mit dem Maskenhändler setzt Link die Verfolgung fort und gelangt wenig später in ein Dorf, wo niemand Deku-Wesen mag. Dies macht Links erste Aufgabe, innerhalb von 72 Stunden Horror-Kid zu finden, zu stellen, zu besiegen und sich seine Ocarina zurückzuerobern, natürlich nicht gerade einfacher. Aber nur mit Hilfe der Ocarina kann Link am Ende der Mission die Zeit zurückdrehen und so die bevorstehende Kollisionskatastrophe zwischen Mond und Spielwelt verhindern.
Beim zweiten großen N64-Zelda-Abenteuer läuft eure verfügbare Missionszeit fast von Anfang an unerbittlich ab. Sobald ihr nach der Vorgeschichte um Horror Kid und den Diebstahl das Dorf mit der Weltenuhr erreicht, verrinnen eure Stunden schneller, als euch lieb ist. Die euch geschenkten 3 Tage bis zum Weltuntergang dauern in Echtzeit gerade einmal 36 Minuten. Das ist nicht lange, wenn man in dieser knappen Spanne knifflige Rätsel lösen und Kämpfe bestreiten muss. Darüber hinaus nehmen auch die Gespräche mit den Dorfbewohnern, die euch mit wichtigen Infos versorgen, einige Zeit in Anspruch. Unlösbar ist die Mission dennoch nicht. Schließlich kommen euch im Spielverlauf Links Spezialfähigkeiten in den unterschiedlichen Maskierungen bestens zustatten und auch sein musikalisches Talent hilft euch diverse Male, ansonsten schier unlösbare Aufgaben zu bestehen. Während der Original-Link mit seinem virtuosen Ocarina-Spiel die Zeit zurückdrehen kann, ist der etwas hilflos wirkende Deku-Link ein Meister der Horntrompete, deren Melodien seine Umgebung verzaubern. Als Gorone trommelt unser Held heiße Rhythmen auf seinen Bongos. Und als fischähnliches Zora-Wesen ist die Unterwasser-E-Gitarre sein Metier. Welche Spezialkräfte und wie viele neue Melodien sich im quäligen Spielverlauf noch entdecken lassen? Ab dem 17. November könnt ihr es selbst herausfinden. Das Spiel hat 96% gekriegt, das heißt, ich war einen Punkt vorbei. Die Beurteilung Echtzeithandlung, knifflige Mission und die Möglichkeit, als Link gleich in mehrere Masken zu schlüpfen, beweisen eindeutig, Zelda Majora's Mask setzt den genialen Vorgänger würdig fort. Und die Meinung von Matthias ist, selten zuvor habe ich mich so auf einen kommenden N64-Titel gefreut. Hatte bereits die Japan-Version trotz unübersehbar sprachlicher Verständlichkeitsschwierigkeiten bei mir für Begeisterung gesorgt, so steigerte sich der Spielspaß mit einer deutschen Lokalisierung noch einmal erheblich. Statt planlos jede mögliche Antwort auf eine Frage anzuklicken, bis man zufällig die richtige erwischt, war ohne Sprachbarriere ein gezieltes Lösen der vielen Rätsel möglich, wodurch auch die verfügbare Zeit besser für die Mission reichte. Ja, das ist doch vollkommen klar, oder nicht? Nun gut. Die detailliert gestaltete Spielwelt und die vielen skurrilen Charaktere darin wachsen einem schließlich sowieso in kürzester Zeit ans Herz, egal in welcher Landessprache. Ich finde es irgendwie, also das ist schon wieder so ein komischer Meinungskasten hier, da wird so viel Meinung jetzt drauf verschwendet, dass er die japanische Version nicht verstehen könnte, weil er kein Japanisch kann. Ja, klar, dann kannst du es nicht verstehen und musst halt wahllos Sachen machen. Was hat das jetzt genau mit diesem Spiel zu tun und der Meinung zu diesem Game? Das raffe ich irgendwie nicht, aber gut. Dann gibt es hier noch einen Kasten. Sorry, liebe Leser. Plötzlich ging alles wahnsinnig schnell. In letzter Sekunde konnten wir den für den einen angespielt Bericht vorgesehenen Titel Zelda Majora's Mask doch noch testen. Leider kann sich unser aktueller Blitztest daher nur auf einige Aspekte des hervorragenden Rollenspiels konzentrieren. In der kommenden N-Zone 12 2000 präsentieren wir euch dafür aktuell zum deutschen Release noch einmal einen ausführlicheren Test mit massenweise deutschen Screenshots und Hintergrundinfos zu Nintendos Hit-RPG. Es ist kein RPG, egal. Aber ja, vielleicht werten Sie es nochmal ein. Ich muss sagen, ich mochte damals Majora's Mask sehr, sehr stark. Damals, als es rauskam, fand ich es aufgrund dieser Mechanik irgendwie cooler, sogar als Ocarina of Time. Heutzutage gehe ich wieder den Schritt zurück und sage, Ocarina of Time ist das bessere Spiel, weil auch wesentlich wegweisender natürlich. Aber beides coole Spiele. Also Majora's Mask ist ein tolles Ding, wird heute vielleicht eher manchmal ein bisschen vergessen. Und Ocarina of Time kriegt natürlich nur die Credits. Aber ich fand, dass dies auch ein fantastisches Spiel war. Und davon gibt es auch eine richtig gute Version für den 3DS. Banjo und Tui bekommt hier ein Super. Banjo Tui wird seinen Vorgänger um Längen übertreffen. Was die Entwickler bei Rare an zusätzlichen Möglichkeiten reingepackt haben, verspricht einen lang anhaltenden Spielspaß, den ihr auch zusammen mit euren Freunden genießen könnt. Nicht schlecht. Dann haben wir Conker's Bad Fur Day. Da lese ich nochmal gesamt, weil jetzt ist es endlich soweit, dass Conker wirklich auch schon wirklich der böse Conker ist. Eichhörnchen gelten gemeinhin als niedliche Tiere, die keinem was zuleide tun. Conker beweist jetzt, dass man sich nicht immer auf seine Bio-Kenntnisse verlassen kann. Nach einer durchgefeierten Nacht folgt oft das böse Erwachen. Oh ja.
Das muss eines Tages auch Conker feststellen. Nicht nur, dass er den übelsten Kater seines Lebens mit sich herumträgt, nein, er wacht auch noch in einer Welt auf, die mit fluchenden Farbtöpfen, quasselnden Mistkäfern und streitlustigen Riesen bevölkert ist. Und dann besitzt er als einzige Waffe nur eine Bratpfanne. Genug Probleme also, um ein Action-Adventure daraus zu basteln. Eigentlich sollte das süße Eichhörnchen Conker ja in einem eher jugendgerechten Spiel auftreten, weil aber die frühen Entwürfe den Entwicklern bei Rare zu nah an ihrem eigenen Abenteuer Banjo-Kazooie waren, entschlossen sie sich zu einem ungewöhnlichen Schritt. Sie machten aus Conker einen komplett neuen Charakter. Das kleine Nagetier flucht und säuft und ist ziemlich gemein. Und auch die Gegner, die er unterwegs trifft, haben es in sich. Ein feuerfurzender Drache, rauchende Teufel oder sogar der Tod persönlich haben einen Auftritt. Man darf nicht vergessen, dass auch ein riesiger Haufen Kot dabei ist. Um die ältere Zielgruppe noch mehr anzusprechen, haben die Entwickler dem ganzen Spiel Filmflair verliehen. Das geschieht zum Beispiel über die Zwischensequenzen, die die Handlung vorantreiben. Aber auch im Spiel selber finden sich zahlreiche Anspielungen und Parodien. So werden Filme wie Der Weiße Hai oder Godzilla aufs Korn genommen. Und wenn Conker ein hübsches Mädchen trifft, fallen ihm die Augen aus dem Kopf, wie einst bei Cartoon-Altmeister Tex Avery. Conkers Bad Fur Day sieht so gut aus, dass es schade wäre, wenn ihr es nur alleine spielen könntet. Auch daran hat Rare gedacht, es wird im fertigen Spiel mehrere Mehrspieler-Modi geben, über die bis jetzt aber noch nicht viel bekannt ist. Ja, ich glaube immer tatsächlich, Conker war seiner Zeit so ein bisschen voraus. Da waren die Leute noch nicht bereit dafür, sich Knuddelspiele anzugucken, die einen bösen Hintergrund haben. Das ist heute wesentlich gängiger, aber damals gab es das noch nicht so. Von der reinen Optik her haben das Spiel garantiert viele verteufelt und das zu Unrecht. Also es kriegt eine Einschätzung, die ist super. Das Spiel ist nichts für zart Beseitete. Mit schwarzem Humor, cartoonhafter Comic und einem gehörigen Schuss Vulgarität spricht es eher reifere N64-Fans an. Die werden aber dank hervorragender Grafik, wunderbarer Animationen, verrückter Charaktere und der abgefahrenen Handlung einen herrlichen Spielspaß geboten bekommen. Wenn sie denn vor lauter Lachen zum Spielen kommen. Tom und Jerry in Fists of Fury bekommt hier ein Gut. Mit Fists of Fury erwartet euch ein turbulentes Actionspiel mit typischen Tom und Jerry Vorschlaghammer-Humor und kinderleichter Steuerung. Hätte lieber ein Itchy und Scratchy-Spiel. Damit sind wir beim Spielelexikon. Gucken wir mal von den Screens, wird da nicht mehr viel Neues kommen. Ich sehe hier gerade Animal Crossing, heißt hier immer noch Animal Forest. Da oben ist Carnival. Bei diesem Titel gilt es, einen Vergnügungspark zu erforschen. Ich frage mich immer noch, wie die auf diese Tim Burton Carnival-Sache gekommen sind. Aber gut. Sonst sehen wir hier nicht viel Neues. Resident Evil Zero. Die Zombies haben sich vom N64 abgewandt und schlurfen auf den Gamecube zu. Also sie haben jetzt hier auch Gamecube-Sachen mit drin. Okay. Und hier unten sehe ich gerade WWF No Mercy. In der nächsten Ausgabe erfolgt der Riesentest zum potenziellen Hit von THQ. Chart Attack. Die Lesercharts. Perfect Dark auf 1, Pokémon Stadium auf 2 und Zelda Ocarina of Time auf 3. Ist wieder gestiegen. Pokémon Snap nur auf Platz 4. WWF WrestleMania 2000 auch gut Plätze gemacht. Dann die Bestseller in Deutschland. Pokémon Snap immer noch Perfect Dark in der deutschen Verkaufsliste. Und Turok 3. Alles vor Pokémon Gelb noch. Sehr krass, okay. Lässt der Pokémon-Hype nach? Man weiß es nicht. Dann haben wir das Tetris-Attack mit Pokémon, nämlich Pokémon Panepon auf Platz 1 in den Japan-Charts, Kuro Kirby auf Platz 2 und Mario Tennis 64 auf 3. Und in den USA wieder Einstieg von Star Wars Episode 1 Racer. Da frage ich mich gerade, warum? Ist der da wieder ins Kino gekommen oder gab es da die DVD-Veröffentlichung bzw. VHS-Veröffentlichung in den Staaten? Huh. Steht nicht dabei, warum? Sehr komisch. Pokémon Gelb auf 2 und Rot und Blau auf Platz 3. So, bei den Most Wanted ist Majora's Mask auf Platz 1. Seit 14 Wochen in den Most Wanted Charts. The World is Not Enough immer noch auf Platz 2. Und Pokémon Gold und Silber auf 3. So, dann kommen wir mal zur Redaktion. Hans Ippisch, Redaktionsdirektor, zeigt sich begeistert von GameCube und glaubt aufgrund des starken Spiele-Lineups und des niedrigen Preises fest an Nintendos Erfolg. Ja. Das glaubst du aber allein. Dann haben wir Jens Quentin, leitender Redakteur, ist begeistert von WWF No Mercy und fiebert dem THQ-Titel entgegen, um sich mit Michael endlich mal wieder harte Ringmatches liefern zu können. Der Matthias Glaser hat diverse Umzugstorturen erfolgreich hinter sich gebracht und neben seiner Videofilmsammlung nun auch seine Freundin nach Nürnberg holen können.
Michael Bruchnicki. Ein gereizter Blinddarm hatte Michael kurzerhand außer Gefecht gesetzt. Selbst im Krankenhaus hatte der Ärmste dabei keine Ruhe vor seinen Kollegen und hoffentlich einen Game Boy Advance dabei. André Horn, Redakteur, hat nach dem letzten Ausflug mit seiner Rostlaube in die Schweiz bittere Tränen vergossen, als er den kleinen Wagen auf einen Schrottplatz zurücklassen musste. Dann haben wir die Stefanie Schwarz, die einzige Frau in dieser Redaktion, lässt bei Tom und Jerry in Fist of Fury ordentlich die Fäuste fliegen und bleibt somit ihrer Vorliebe für witzige Videospielprotagonisten auch weiterhin treu. Albrecht Ott, für Albrecht heißt es, Zeit zum Verwandeln. Für den Artikel zu Power Rangers Lightspeed Rescue schlüpfte der Neuzugang in einen schicken bunten Kampfanzug. Und zuletzt noch der Werner Spachmüller ist wohlbehalten aus dem Urlaub zurückgekehrt und entdeckt nach einigen Doppelpartien mit Jens langsam aber sicher seine Zuneigung für Mario Tennis. F1 Racing Championship ist ein Endzone-Hit. Das 5 milliardenste Formel-1-Spiel für das N64 hat 85% bekommen. Fahrerisch anspruchsvolle, rundum solide Formel-1-Simulation mit nicht mehr ganz taufrischer offizieller Lizenz der Weltmeisterschaftssaison 99. Immerhin. Daffy Duck als Weltraumheld Duck Dodgers. Kein Endzone-Hit hier, kriegt nur 77%. Eigentlich ein 3D-Jump-Run der alten Schule mit quietschig bunter Grafik und ebenso quietschigen Sound. Zum Glück haben sich Entwickler aber viele nette Kleinigkeiten einfallen lassen, um dieses Spiel ein bisschen von den anderen abzuheben. Okay. Mario Tennis. 92%, da hatten wir ja schon einen Import-Test zu, aber wir können ja nochmal diesen Kurztest zumindest hier einmal lesen. Nachdem die Entwickler von Camelot zuletzt mit Mario Golf ihre Klasse bewiesen haben, lassen sie nun insgesamt 14 Nintendo-Charaktere plus 2 Bonusspieler auf Sandplatz, Hartplatz oder Rasen auflaufen. Neben den Namenspaten selbst schwingen unter anderem Peach, Donkey Kong, Daisy und Neuzugang Waluigi das Racket, wobei die Spieler individuelle Stärken mitbringen. Die kleineren Tennis-Cracks wie Yoshi bestechen durch Schnelligkeit und Technik, während der kräftige Donkey Kong, der wilde Wario oder der brachiale Bowser die Gegner mit knallharten Schlägen über den Court scheuchen. Wer im Turniermodus beim Ringshot, der Bowser-Stage oder der Piranha-Challenge gute Leistung zeigt, wird mit 2 zusätzlichen Charakteren, nämlich mit Shy Guy und Donkey Kong Jr., sowie witzigen Bonusplätzen belohnt. Das Gameplay überzeugt mit einer eingängigen und durchdachten Steuerung, die alle Feinheiten wie Lobs, Stops, Überkopf oder Passierbälle beinhaltet. Anfänger sind sofort im Spiel und Profis können ihr Spiel stetig verfeinern, um den Gegner mit noch extremeren Winkeln und überraschenden Crossbällen zur Verzweiflung zu bringen. Trotz des realistischen Spielprinzips wurde das typische Nintendo-Flair nicht vernachlässigt. Mario kugelt bei der Hatz nach dem Filzball über den Platz und wenn Prinzessin Peach den Ball trifft, steigen rosa Herzchen auf. Überdies sorgen die witzigen Jubel- bzw. Frustausbrüche der Nintendo-Schar für viele Lacher vor dem Bildschirm. Ich mag ja die Nintendo-Sportspiele, aber man muss auch mal dazu sagen, so über die Jahre hat man das, was man auf dem N64 vorgelegt hat und meiner Meinung nach dann mit dem GameCube nochmal so richtig verfeinert hat, nie wieder danach so richtig geschafft. Ich finde, die Sportspiele auf dem GameCube und auf dem N64 hier noch sind so richtige Pick-up-and-Play-Spiele, mit die du auch Leuten geben kannst, sofort im Multiplayer, die das noch nie wirklich gespielt haben und alles sofort verstehen. Das ist bei heutigen Mario-Tennis-Spielen zum Beispiel nicht mehr so. Ich mochte das zum Beispiel auf der Nintendo Switch. Mario Tennis Aces heißt es, glaube ich, oder Ultra Smash, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und ich fand das gut. Problematisch an diesem Spiel finde ich aber, das kannst du halt mit niemandem zocken, dem du das Spiel nicht vorher eine halbe Stunde lang erklärst, weil die sonst nicht wissen, wie die hier diese Super Smash Sachen machen und sowas. Und das ist so schade daran, weil die Spiele eigentlich Bock machen würden, aber die sind so überkompliziert geworden. Aber die wollen halt neue Elemente drin haben, sonst ist es ja auch nicht gerechtfertigt, warum es überhaupt noch mal so ein Tennisspiel gibt, oder? Also dann könnten sie auch immer wieder dasselbe porten. Aber gut. 92% perfekte Mischung aus realistischer Spieltiefe und unschlagbaren Spielspaß. Marke Nintendo. Pokémon Puzzle Attack. 85% gelungener, kurzweiliger Abkömmling von Tetris Attack im Pokémon-Look, der neben der sofort süchtig machenden Spielidee, farbige Würfel zu sortieren, vor allem durch die Vielzahl verschiedener Spielmodi überzeugt. Und dieses Spiel ist doch für den Game Boy Color, und das ist das allererste Mal,
soweit ich das jetzt weiß und mitgekriegt habe, dass ein Game Boy Color oder ein Game Boy Test mitten im Heft ist und nicht in einer Sonderrubrik von Game Boy. Nicht schlecht. Kommen wir schon zu den Leserbriefen. Ich wollte mich eigentlich nur bei euch beschweren, weil ihr so viel Pokémon in eurem Magazin Enzone bringt. Ihr habt doch jetzt ein neues Magazin, Kidzone oder wie das heißt. Packt doch den ganzen Pokémon-Müll in die Zeitungen, denn es gibt auch noch ältere Leser, die Enzone mal gut fanden. Aber das hat sich schon geändert. Es geht vielen schon auf die Nerven, dass Nintendo so ein Kiddie-Image hat. Aber darum gehen ja auch viele Leute in meinem Alter, 16, zu einem Importhändler. Denn Kinder bis 12 Jahren geben bestimmt weniger für Konsolen und Spiele aus als Ältere. Und wenn Nintendo mal ein gutes Spiel im Repertoire hat, wird es prompt initiiert. Es ist einfach lächerlich. Auf der PlayStation kommen viel brutalere Spiele raus, zum Beispiel Dino Crisis, was übrigens auch initiiert war, soweit ich weiß. Jetzt kommt mir nicht mit dem Argument, es werden auch viele PlayStation-Games initiiert. Es ist eine Tatsache, dass es mehr Spiele der brutaleren Art gibt als bei Nintendo. Nintendo baut dieses Image auch noch immer weiter aus. Erscheinen Spiele wie Mario Tennis 64 und zur Krönung noch Pokémon Stadium. Es ist bald genug. Jetzt noch zu meiner Frage. Ich habe im Internet auf der Konami-Homepage gelesen, dass sich Konami die Fußballernamenslizenz gesichert hat. Wird dies bei International Superstar Soccer für N64 schon integriert sein? Ja, was für ein Ding hier. Cooler Brief. Du solltest nicht vergessen, dass ein Großteil unserer Leserschaft diesen Pokémon-Müll über alles schätzt und sich liebend gerne mit Traumato und Co. beschäftigt. Dass dieses Phänomen natürlich auch eine Altersfrage ist, steht außer Zweifel. Du scheinst der Meinung zu sein, dass nur ein brutales Spiel ein gutes Spiel ist. Gerade Nintendo hat aber bewiesen, dass ein durchdachtes Gameplay und innovative Ideen ein gutes Spiel ausmachen und nicht die Tatsache, wie viel Blut auf dem Bildschirm fließt. Nicht umsonst gehören Klassiker wie Super Mario 64, Mario Kart, Wave Race 64 oder Mario Tennis 64 auch unter älteren Spielern zu den absoluten Lieblingsspielen. Konami hat sich die Lizenz der FIF Pro gesichert. Allerdings wird diese erst bei zukünftigen Spielen der International Superstar Serie integriert sein. Bei International Superstar Soccer 2000 laufen die Kicker noch mit Fantasienamen ins Stadion ein. Hässlicher Klotz, oh, hier gibt's Meinungen zum Design des Game Boy Advance und vielleicht auch zum GameCube. Den Game Boy Advance finde ich voll cool. Er sieht prima aus und die Grafik ist fast wie beim Nintendo 64. Naja, also Grafik war eher Super Nintendo Style, aber gut. Kann man die Games von normalen Gameboys auch darauf spielen und wann kommt er etwa in der Schweiz heraus? Mit dem Game Boy Advance wird Nintendo seine Vorherrschaft im Handheld-Bereich sicherlich festigen können. Du kannst beruhigt sein, deine gesamte Game Boy-Spielesammlung lässt sich auch auf den Game Boy Advance problemlos abspielen. Man kann davon ausgehen, dass der neue Handheld auch in der Schweiz im Juli 2001 erscheinen wird. Ist der Nintendo GameCube eigentlich Nintendo Dolphin? Ich hoffe nicht, denn wenn er es ist, hat Nintendo den Kampf gegen die PlayStation 2 und die Xbox schon verloren. Denn ich finde ihn richtig scheußlich. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das Design natürlich auch eine Rolle spielt, was den Erfolg von so einem Ding angeht, auch wenn es eher ein bisschen zweitrangig ist. Man sehe, schaue sich doch mal jetzt zum Beispiel die PlayStation 5 an. Auch erfolgreicher als eine Xbox, wenn es nur nach dem Design gehen würde. Sehr schwierig, aber gut. Beim GameCube handelt es sich tatsächlich um die Konsole, die Nintendo bisher unter dem Namen Dolphin angekündigt hat. Wir geben dir durchaus recht, dass das Design des GameCube zumindest gewöhnungsbedürftig ist. Das Urteil scheußlich finden wir allerdings zu hart. Schließlich kommt es, genau wie bei Menschen, auf die inneren Werte an. Und da hat der GameCube im direkten Vergleich zur Konkurrenz gute Karten. Außerdem sollte man beim Spielen ja nicht auf die Konsole, sondern auf den Bildschirm schauen und bei möglichen GameCube-Topspielen wie Wave Race oder Zelda wirst auch du sicherlich noch deine negative Einstellung zum Zauberwürfeln ändern. Wetten? Also der Thorsten Lippert aus dem Brief davor garantiert nicht, wenn er das erste Mal Wind Waker sieht, kriegt er sofort einen Schlaganfall. Das ist ja so süß, das ist kein Blut. Chancenlos. Also die Briefe sind heute echt interessanter als jemals. Es gab noch nie so interessante Endzone-Leserbriefe. Ich frage mich, wo im Feld der Next Generation Konsolen noch Platz für den Nintendo GameCube ist. Es ist schade, dass Nintendo so eine hässliche Konsole auf den Markt bringt, die wahrscheinlich auch nicht so vielseitig einsetzbar ist wie die PlayStation 2 oder die Xbox. Vielleicht spricht der Preis dann für Nintendo, aber wenn die PlayStation 2 erst einmal erschienen ist, dauert es noch ein Jahr, bis der GameCube erscheinen wird. Da sind viele wahre Worte bei. Gerade die Konzentration von Nintendo auf das Wesentliche, das Spielen, könnte der große Vorteil von Nintendo sein. Was nützen zahlreiche Zusatzfunktionen, wenn es keine wirklich guten neuen, vor allem aber innovative Spiele gibt? Das beste Beispiel bietet der direkte Konkurrent Sony mit der PlayStation 2.
Nach statistischen Erhebungen nutzen sehr viele Käufer der PlayStation 2 die neue Konsole vor allem zum Abspielen von Film-DVDs, während der geringere Teil der Käufer die Spielfunktion nutzt. Grund dafür ist sicherlich das nicht gerade beeindruckende Line-up an Spieletiteln, die zum Launch der Konsole erhältlich waren. Nintendo wird diesen Fehler sicherlich nicht wiederholen. Naja, also die werden auch kein weitreichendes Repertoire zum Launch haben, aber egal. Nach dem Motto Qualität statt Quantität werden sich unter den 5 Titeln, die zum Erscheinen der Konsole in Japan erhältlich sein werden, absolute Kracher befinden. Durch den Verzicht auf die mit teuren Lizenzen verbundene DVD-Technik hat Nintendo natürlich auch nicht zuletzt in Sachen Preis eindeutige Vorteile. So wird der Preis des GameCube aller Voraussicht nach nicht über 500 D-Mark liegen, während die PlayStation 2 mit 869 D-Mark nicht gerade als Schnäppchen bezeichnet werden kann. Auch der Erscheinungstermin, der gut ein Jahr hinter der PlayStation 2 liegen wird, ist kein Riesennachteil. Ja, ich denke doch. Immerhin musst du bedenken, dass Sony und Nintendo unterschiedliche Zielgruppen, Altersstufen erreichen wollen, sodass sich die meisten entweder eine PlayStation 2 oder ein GameCube zulegen werden oder beides. Tja, so, da haben wir nur was zur PAL-Version von Perfect Dark. Spiel wie Tomb Raider, Metal Gear Solid. Ja, okay. Cheats und Codes, schnell durch. Björn, halt dir Turok fest hier, damit du es auch bald durchzocken kannst. Sei auf Zack, staub ab. Was haben wir denn diesmal hier noch? Schnappt euch euer Endzone-Abo und ihr bekommt als Dankeschön einen der genialen Original-Pokémon-Leuchtschlüssel-Anhänger oder 5 ultra-coole Gameboy-Cases. Naja, ey, also 5-mal so kleine Plastikkacker, wo die Gameboy-Kassetten reinkommen, ich weiß ja nicht. Also, das ist echt komisch. Ich habe mal aus irgendeinem Konvolut tatsächlich eine Gameboy-Hülle in dieser Farbe, in so einem Türkis, mitbekommen. Ich frage mich gerade, ob die aus einem Endzone-Abo ist. Aber gut. Kleinanzeigen. So, Nintendo 64, suche Gameboy, sonstiges. Sucht ihr ein bestimmtes PC, N64 oder PlayStation-Spiel? Dann meldet euch bei mir. Verkaufe neue und gebrauchte Spiele. Der Frank macht's. Ich 15 suche jemanden aus Chemnitz zwischen 14 bis 17, der mir bei Jet Force Gemini helfen kann. Beim Lupus-Endgegner. Bitte meldet euch bei Jeanette Seidel. Oh Gott, die hat den Endgegner nicht geschafft. Und fragt in der Kleinanzeige. Das ist auch noch Zeit. Ne? Heute gehst du einfach ins Internet und guckst nach oder guckst ein YouTube-Video. Damals musstest du bei Kleinanzeigen um Hilfe bei Videospielen fragen. Verkaufe PlayStation 5 Spiele für 200 Mark oder tausche gegen Dreamcast. Nicht schlecht. PlayStation gegen Dreamcast war ja damals jetzt auch nicht unbedingt so normal. Die GameXX Videospielbörse ist auch mal wieder drin. Verkaufe 69 Pokémon-Figuren und 4 Pokémon-Personen für 300 D-Mark. Verkaufe 4 Pokémon-Personen? Hält der Ash, Misty, Rocco und Co. bei sich gefangen? Okay. Suche sonstiges. Ich suche folgende Pokémon-Karten. Turtok, Bisaflor, Glurak und Mew. Tausche oder bezahle gut. Also falls ihr die habt und tauschen wollt oder bezahlt werden wollt, fragt nach Mike, wenn ihr da anruft. Aufgepasst, ist irgendwo wer dort draußen ein Five- und oder Sailor Moon-Fan? Was ist ein Five-Fan? Five Moon? Five-Strich und oder Sailor Moon-Fan? Also ein Trennungsstrich. Hä? Wenn ihr auch im Alter von 12 bis 15 seid, dann schreibt doch mal. Gab es irgendein Anime, der jemand mit Five hieß? Oder gab es bei Sailor Moon einen Charakter, der Five hieß? Dann suche PSX-Konsole plus 1 oder 2 Controller und CP mit drin. Preis nach Verhandlungsbasis. Ich checke heute nicht so ganz, was die hier wollen, aber gut. Hier sucht einer Mega Man 1 und 5 für den NES, der Thomas. Verkaufe sonstiges, da will er nur ein NES verkaufen. Hier verkauft einer Pokémon-Sammelkarten vom Dschungel- und Basisset. Liste anfordern. Tausche N64 Banjo-Kazooie gegen Exploder für den Game Boy. Verkaufe Sammelkarten von Pokémon. Verkaufe über 50 VHS-Top-Videofilme. Zum Beispiel ab 5 Max Specials 1, Stargate und Krieg der Sterne 1 bis 3. Also Krieg der Sterne hätte ich nur abgenommen, im Zweifel noch Stargate, aber Specials definitiv nicht. Oder Species heißt es, glaube ich, eher, ne? Species. So, Lasertipps sind auch schon durch. Ja, ab dem 29.11.2000 konnte man am Kiosk die nächste Endzone kaufen. Bei uns gibt es sie schon nächste Woche. Mit Zelda Majora's Mask, mit einem erneuten Test, dem größeren. Das hatten wir ja gerade schon.
und The World Is Not Enough, Konkurrenz für Joanna Dark im Anmarsch. Im Auftrag ihrer Majestät laden wir in der Endzone 12-2000 die Waffe durch, um bei The World Is Not Enough die Bösewichte unschädlich zu machen. Ob der Ego-Shooter die Klasse des Superhits Perfect Dark erreicht, könnt ihr unserem umfangreichen Test in der nächsten Ausgabe entnehmen. Und dann gibt es natürlich wieder eine neue Kidzone. Aber jetzt fragen wir erstmal, was wird gespielt bei Michael Bratsch? Das ist der 28-jährige Michael Bratsch, PR-Manager bei Infogrames in Deutschland. Und was spielt er? Natürlich spielt er Infogrames-Spiele wie Daffy Duck als Weltraumheld Duck Dodgers und Tess Express. Allerdings spielt er auch Parasite Eve 2. Das ist wenigstens ganz cool. Was gefällt Ihnen an diesen Spielen? Die Rollenspielelemente, die Story sowie die Umsetzung. Also Tess Express und Weltraumheld Duck Dodgers sind aber keine Rollenspiele. Aber gut. Welche drei Nintendo-Spiele sind Ihre All-Time-Favorites und warum? Mission Impossible, Vetrix, Attacke vom Mars. Was zur Hölle? Was sind das denn für drei Spiele? Der fasst sich wirklich ziemlich kurz hier, aber ey, was gibt der denn hier auch raus? Mission Impossible? Okay, ich meine, es war ja auch super, super, super verkauft hier in der Endzone. Aber Vetrix, okay, von mir aus auch noch, aber Attacke vom Mars für den Game Boy Color, der gibt doch hier auch wieder einfach nur, wie das ist so typische Firmen-PR-Kacke. Ich hau mal meine Spiele als Beste raus, aber egal. Was gefällt Ihnen am N64 am besten? Die einfache Handhabung. Okay. Welche GameCube-Neuauflage wünschen Sie sich am meisten? Mission Impossible. Mit welchem Video- oder Automaten-Games begann Ihre Leidenschaft für Videospiele? Pirates und Murder on the Mississippi. Und Mission Elevator. Okay. Welches Spielgenre bevorzugen Sie generell und warum? Rollenspiele und Action-Adventure, weil ich eine handfeste Story mit Gruselfaktor liebe. Ich muss also BuzzFeedCap auch mal ganz kurz nochmal recht geben. Dafür, dass dieser Typ hier PR macht, erzählt er unheimlich wenig. Also da ist nichts Ausschmückendes dabei, gar nichts. Welches Multiplayer-Game favorisieren Sie generell und warum? Unreal Tournament, weil ich meinen Chef meistens schlage. Mhm. Was möchten Sie unseren Lesern mitteilen? Be a part of the Game Nation. Also, da hatten wir schon bessere Was-gespielt-Interviews. Aber gut. Was haben wir denn hier als Karten? Einmal eine Pokémon-Stadium-Karte, eine Pokémon-Rot-Blau-Gelb-Karte, San Francisco Rush und Mario Party 2. Ich bin ganz ehrlich enttäuscht, dass wir keine einzelnen Pokémon mehr kriegen. Stattdessen kriegen wir einmal die Gameboy-Hüllen hier aufgedröselt mit Ash dahinter, dann Pokémon Stadium aufgedröselt mit, ist das Tour Talk? Oder ist das schon Tour Teller? Wie heißt denn die dritte Version von dem Turtle? Heißt doch Tour Talk, ne? Pokémon Rot, Blau, Gelb, ja, Mario Party 2 und San Francisco Rush. Und das, meine sehr verehrten Publikums- Chat-Helden, die ihr da seid. Es hat mich sehr gefreut. Das war's mit Pokémon für heute. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr habt auch noch Spaß und bleibt jetzt gleich noch ein bisschen dran. Meins echt, die waren durch mit den ersten 151. Die haben es ja immerhin immer auf 4 Ausgaben aufgeteilt. Ja, okay. Das ist aber ein bisschen schade für uns, weil wir so dann nicht alle mitgekriegt haben, weil wir ja immer nur eine Ausgabe hatten mit den Sachen da drauf. Das ist natürlich dann sehr, sehr schade. Ja, das war's mit der Endzone.